Hallo Leute, willkommen zurück bei einer neuen Folge unser Multiplayer-Duell gegen den Dudeman bei Strategic Command World War in Europe. Wir sind ja, naja, Krieg in Frankreich ist vorbei, Paris hat kapituliert, die Vichy-Herrschaft hat begonnen. Wir sind jetzt ganz allein mit England gegen das riesige Deutschland. Russland nun die Rüsten ein bisschen vor sich hin und der Amerikaner macht auch momentan noch nicht viel. Das heißt, wir sind alles, was die freie Welt noch ja, verhindert, quasi sich gegen Deutschland aufzuheben. So, oh, das Deutsche Reich gibt eine Kriegserklärung gegen Belgien. Das wird ja spannend. Naja, okay, besser so, als wenn die jetzt als Hauptziel England nehmen würden. Da ist der Flieger hinweg. Da ist Brüssel gefallen gleich. Und damit hat Britannien kapituliert. So. Da bin ich mal gespannt, was noch alles passiert jetzt. Es wird geladen. Ein U-Boot gesehen? Wo war das? So, Konvoi. Achsmächte, diplomatischer Bericht. Finnland, Achsmächte 7%. Das ist schlecht. Muss ich auf jeden Fall noch Geld investieren. Ansonsten habe ich ein Problem. Entscheidung. Mit dem Eintritt Italiens in den Krieg konnte unsere Position in Ägypten in große Gefahr schweben. Australien und Neuseeland sind bereit, Verstärkung nach Kairo zu schicken, aber die Einheiten werden nicht in voller Stärke eintreffen. Einige Ausrüstung und Ausbildung benötigen, um eine vollständige Stärke zu erreichen. Alternativ, dazu können sie in Heimatländer ausgerüstete Ausbildung lassen. Im Fall würde jedoch das Ende 41 in Ägypten ankommen. Wollen die Verstärkung einen sofort, somit in voller Stärke in Ägypten haben? Ja. Oder die Verlegung wie geplant Ende 41 stattfinden? Nein. Ich nehme die mit halber Stärke, da ich dann schon mal ja, die Truppen hier habe und die sich schon mal eingraben können. Da könnte ich schon mal in Alexandria und in Kairo die Gruppen eingraben und dann halt hoffen auf das Beste. Australische Verstärkung treffen in Ägypten ein? Jo. Nächste Entscheidung. Italien ist in den Krieg eingetreten, italienische Truppen in Ostafrika marschieren in Britisch-Somalia ein. Wenn wir nichts unternehmen und unsere Stellung in Ostafrika stärken, können wir Italiener gelingen, den Sudan sogar nach Ägypten vorzudringen. Sollte dies mit einem Vorstoß nach Ägypten von Libyen ausgehen, kombinieren, würde es nach Ost sehr düster aussehen. Die Folgen wären nur militärisch-politischer Natur und in Importe würden an solcher Entwicklung leiden. Aus dem Grund sollten wir 60 investieren, um die Gruppen in Ostafrika zu verstärken. Wir gestatten Mehrausgabenpositionen Afrika zu sichern. Informationen. Wenn Sie Ja sagen, wird am 27. November 1941 der Sieg über italienische Streitkräfte aus Afrika verkündet. Sagen Sie Nein, wird der Sudan einmarschieren und wiederum britische Moral etwas schwächen. Ich sage Ja. Die 60 müssen wir investieren und das ist auch gut so. Die Produktion von mehreren Flugzeugen für die französische Regierung in Auftrag gegeben, nähert sich der Fertigstellung. Nach dem Fall von Frankreich können die Bereitstellung natürlich nicht ausliefern und daher haben wir nun die Wahl, die Flugzeuge entweder im Vereinigten Königreich und Kanada zur Verfügung zu stellen, wo man sie dringend benötigt, oder aber in unsere eigenen Luftstreitkräfte zu verstärken. Wenn wir die abgeben, erhält das Vereinigte Königreich eine taktische Bombereinheit, während Kanada eine Marinebomber bekommt. Die Lieferung würde am 25 MPP kosten. Möchten Sie die Flugzeuge nach Kanada und das Vereinigte Königreich schicken? Ja, ich würde sagen, ja, weil die kann man ganz gut gebrauchen. So, der ist schon komplett abgegradet. Das ist ja super. Und er? Ja auch, ne? So, Forschung. Ich müsste jetzt Infanteriewaffen forschen. Oder weiterentwickelte Flugzeuge. Das ist gerade schwierig. Entweder.
U-Boot-Jagd habe ich. Ich habe 293 zur Verfügung. Das heißt, entweder gehe ich weiter auf weiterentwickeltes Flugzeug. Das heißt, dass ich hier meine Flieger ideal gut habe. Ich habe halt nur Infanteriewaffen 1. Aber ich glaube, die Flieger sind momentan mit England am besten. Die Waffen brauche ich erstmal nicht so weit. Also werde ich jetzt die Flieger neu forschen. Ja. Dann mache ich erstmal dann werde ich den upgraden. Das weiterentwickelte Flugzeug und ihn auch. So, Brüssel hat schon kapituliert, ohne dass ich einmal dran war. Schade. So, ich könnte jetzt hier bombardieren oder ich könnte ihn nach unten schicken, um gegen verlegen. 63 kostet das nicht, das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter, aber unten hätte ich dann einen Flieger, wo ich dann hier die Stellung quasi unter Feuer nehmen kann. Mit ihm kann ich natürlich hier schön auch fliegen erstmal nach hier. Und einfach mal sehen kann, kann ich der nächste Runde ein bisschen scouten. So. Den Marinebomber. Wann kriege ich denn die neue Einheit? Produktion im August. Das heißt, nächster August bekomme ich den nächsten Flieger. Wenn das auch so läuft, dass ich hier unten setzen kann, ist das natürlich gut. Dann habe ich natürlich hier unten einen Marinebomber, einen Jäger und natürlich, wenn ich möchte, noch vielleicht ein oder zwei Bomber. So, dann habe ich noch 74, das heißt, forschen kann ich eh nichts. Hier ist wahrscheinlich nicht viel los. So, ich könnte den upgraden, Flugzeugträger, weiterentwickeltes Flugzeug. Das heißt, meine Flieger werden dann auch um 1 besser. Verteidigungswerte. Ja, die sind halt nicht gut, aber immerhin. Für 17. Dann schicke ich den nicht nach unten oder soll ich den jetzt nach unten schicken? Das ist halt schwierig. Einerseits könnte ich dann hier die Stellung schön unter Feuer nehmen. Ich glaube nicht, dass er hier unten schon Flieger hat. Und wenn nicht, habe ich danach die nächste Runde ein. Was hier brauchst du so einen Jagdflieger, weil ich, wenn ich mit dem Marinebomber hier ein bisschen Aufklärenflieger mache und hier die Hafen bombardiere. Dann fliege ich mal nach da. Kann ich schon mal nach hier schicken. So, er ist in Alexandria. Was mache ich mit ihm hier oben? Er ist natürlich gut, wenn er in England landet. Dann kann ich natürlich hier schön die Sachen bombardieren. Solange er noch die Forschung, schwere Bomber ist wahrscheinlich nächste Runde soweit. Dann habe ich Stufe 2. Dann wäre unten natürlich auch gut. Aber 63, das ist schon viel. Das ist schon echt viel. Da muss ich mal ein bisschen Gedanken machen. Dann mache ich erstmal andere Dinge. Und dann überlege ich mir mal. So. Viele Flieger braucht er? 3 hat er. Modus. Jagdflugzeuge. So, können wir hier einfach mal schauen. Da ist niemand drin.
meine, ich weiß nicht, ob die nordfriesischen Inseln noch zu ihm gehören, wahrscheinlich. Das heißt, Versorgung 9, 8, 9. Es scheint noch nicht hier rausgekommen zu sein. Was habe ich noch nirgendwo irgendwie U-Boote gesehen oder irgendwas anderes? So, Forschung. Stimmt, U-Boot-Jagd ist auch erforscht worden. Dann sollte ich definitiv mal meine Zerstörer aufrüsten. Hier unten war ja einer. Upgrade, Flugzeugträger, Marinewaffen, weiterentwickeltes Flugzeug. Ja, ich lasse den jetzt oben. Den kann ich nächste Runde upgraden. Den schicke ich schon mal hier runter. Den fahre ich schon mal ein bisschen nach vorne. Falls hier irgendwo die Schiffe kommen. So, jetzt kommt ein bisschen Risiko. Gut, geschafft. Wenn das klappt. Fahre ich mit dem Schiff auch hier hin. Nächste Runde geht es dann weiter hier runter. So, er kann dort bleiben, er bleibt dort. Die bleiben auch da. Er macht ein Upgrade, Flugzeugträger, auch weiterentwickeltes Flugzeug. Und noch einmal Langstrecken. Und das war's, das Geld ist alle. Heißt, aber mit dem Langstreckenflugzeug kann ich halt mehr sehen. Das ist halt ein Riesenvorteil, wenn ich hier zum Beispiel auch Langstrecke dann nächste Runde vielleicht noch upgrade und ihn, da kann ich natürlich hier die Häfen überwachen, ohne dass ich mich überhaupt bewegen muss. Außerdem kann ich mehr abfangen. Das ist auch schon mal ganz gut. So. Er fliegt schon mal hier runter. Und das. So, du gehst jetzt auch mal in einen Hafen und du auch. So, du gehst dahin und du machst Modus Überfall. Dann kann ich dann nächste Runde hier die Zerstörer mit Anti-U-Boot-Waffen schon mal ausfassen und dann kann ich hier U-Boote jagen. Ich vermute mal, die werden jetzt bald. So, du kannst sie jetzt nicht mehr verlegen, müssen wir nächste Runde machen. Forschung, Amerika. Du kannst Produktionstechnologie noch forschen oder wir warten einfach eine Runde und dann kannst du mal Infanteriewaffen anfangen. Abwehrwaffen brauche ich nicht. Infanteriekrieg könntest du auch tun. Ja, aber ich werde mal forschen, Marinewaffen forschen. Dann kann ich neuen Einheiten, die ich dann automatisch kriege, mit neuen Waffen. So, 186. Forschung. Russland. Ich habe noch genug zur Verfügung, das heißt, ich könnte noch tun, was ich will, aber ich habe nicht viel. Artillerie ist natürlich ganz schön. Infanterieprojekt, Befehlskontrolle könnte ich forschen. Das heißt, mehr Befehlshaber, Panzerabwehrwaffen, schwere Bomber, Marinewaffen,
Artillerie ist auch noch gut. Seekrieg, Luftkrieg, Panzerkrieg. Zwei Angriffe wären gut. Feldkontrolle. Jede Stufe erhöht die Anzahl der Einheiten, Befehlshaber befehligt werden können. Ja, wie man es macht, ist schlecht. Also, aber ich werde Befehlskontrolle jetzt forschen mit denen, damit ich dann bessere. Ja, ich mache hier alles auf Land, wie man sieht. Das heißt, das ist. Oh, ja. Und wird Modus befestigen. Hier schon mal weitermachen und dann geht das hier weiter und er ist hier auch fertig. Jetzt kann ich ihn verlegen, nein. Orscha, Verschanzung 3, Verschanzung 4, Verschanzung 3. Nur noch da und Modus festigen. Ist so eine zweite Abwehrwall, die man quasi macht. Und damit habe ich dann schon mal hier eine gute Verteidigung. Theoretisch müsste ich die noch hier in eine Verteidigungsstellung setzen. Aber warten wir mal ab. Gut, damit. War es das soweit? Er kommt auch noch zurück. Nächste Runde. So, Versorgung von 3. Da kommt momentan nichts. Die Eisenbahnlinie ist noch unterbrochen. Ich könnte ihn jetzt eigentlich irgendwann abziehen, weil den könnte ich eigentlich auch gut gebrauchen. Hier unten. Wer weiß, was er alles im Mittelmeer noch so erobern könnte. Was halt nicht befestigt ist. Aber erstmal ein bisschen Ruhe bewahren und abwarten. Gut, dann werde ich mal meine Runde beenden. Und jo, schauen, was der Gegner jetzt nächste Runde so tut. Ja. Verlust von Belgien schwächt die britische Moral. Das ist natürlich schlecht. So, Büro Admiralität. Viele Versorgungskonvoi sind unsere Kolonien und Alliierten führen durch das Mittelmeer oder gefährlich nahen europäischen Festland vorbei. Der Großteil der Routen sind extrem bedroht und unbedingt anzuraten, die Routen dieser Konvois so schnell wie möglich zu ändern. Die Admiralität bestätigt zwar, eine Änderung der Routen mit der Reduzierung der transportierenden Gesamtmenge führen wird, aber immer noch viel besser als eine Fortsetzung des Konvois in Schlagdistanz des Feindes, dessen Angriffe deutlich teurer zu stehen kommen können. Möchten Sie Route des Konvois ändern? Information. Wenn Sie ja sagen, werden die Routen aus Kanada und Nahost über das Mittelmeerraum auf neuen sicheren Routen fahren. Allerdings sinken sich die Erträge. Unsere Konvois, die momentan über das Mittelmeer fahren, würden dann die Kap der Guten Hoffnung fahren und in Liverpool ankommen. Die Konvoirouten aus Nordamerika würden weiter nördlich, naja, da ist Island und Nordatlantik laufen. So. Wenn Sie Nein entscheiden, bleiben die Konvoirouten mit erheblichen Erträgen unverändert. Allerdings ist das Risiko größer, dass sie angegriffen werden. Sollten Sie Nein sagen die Achsenmächte, besetzen später Malta und Gibraltar, würden die Wahrscheinlichkeit von 33% pro Runde bestehen, dass die Konvois aus Ägypten nicht mehr durchs Mittelmeer fahren. Es würde eine längere, sichere Route in Kap der Guten Hoffnung nehmen. Es kann also Verzögerung hierzu kommen. So, ich ändere die Route. Dann kann man auch hier nichts mehr plündern. So. Spionageaufklärungsstufe 1, das ist gut. USA Marinewaffenstufe 1 und UdSSR Produktionstechnologie, das ist gut. Industrietechnologie von den Russen auch auf 100%, sehr gut. Damit nehmen die schon 121 ein und das wird auch immer mehr. So. Wir haben 218 eingenommen und 222 haben wir wieder. Das heißt, nächste Runde können wir dann doch wahrscheinlich
die Infanteriewaffen forschen. So, dann bedanke ich mich für eine Runde und wir sehen uns in der nächsten Folge.